Einen Blick in die Zukunft der Immobilienbranche. Das ermöglicht ein neues Messekonzept der Expo Real. Nova 3. In einer eigenen Halle dreht sich alles rund um das Thema Innovationen. Die Idee dahinter? Ein reger Austausch zwischen Start-ups, Grown-ups und bereits etablierten Unternehmen, um die digitale Transformation in der Branche zu fördern. Ich glaube, was man insbesondere erwarten kann, ist ein wirklich ungewöhnlicher Mix von Innovationsquellen, wenn man so möchte, von Start-ups, die hochinnovativ sind, bis aber auch hin zu großen internationalen Familienunternehmen, die Innovationen in ihrer Entwicklung vorantreiben und den Markt zur Verfügung stellen. Und das ist wirklich etwas Ungewöhnliches, dass man all diese unterschiedlichen Spielarten von Innovationen an einem Ort hat und damit auch ermöglicht, dass sie miteinander in Interaktion treten und idealerweise zu noch mehr Innovation beitragen. Dabei nimmt das Thema Digitalisierung eine zentrale Rolle ein. Nur so können Unternehmen konkurrenzfähig bleiben und neue Wertschöpfungspotenziale eröffnen. Aus unserer Sicht steht die Immobilienbranche eigentlich an der Schwelle zur Digitalisierung. Und ich glaube, es ist gut für die Branche, sich zu digitalisieren, weil die Branche so die Möglichkeit hat, sozusagen ins 21. Jahrhundert zu gehen und auch Wert zu stiften, weiterhin Wert zu stiften für die Kunden und für alle Beteiligten. In der Zukunft bereits angekommen ist das Startup Finexity aus Hamburg. Er stellt die erste Blockchain-basierte Immobilieninvestitionsplattform für Privatanleger in Deutschland vor. Bei uns können Anleger ab 500 Euro in persönlich ausgesuchte Immobilien investieren, lehnen sich danach zurück, denn wir kümmern uns um alles. Sie profitieren von den Mieteinnahmen, der potenziellen Wertsteigerung als auch der Tilgung des Fremdkapitals. Nova 3 vereint unterschiedliche Plattformen. Im Real Estate Innovation Forum und auf der Tech Alley steht alles im Zeichen der digitalen Transformation. Über 60 Technologie-Startups präsentieren hier ihre innovativen Lösungen und Produkte. Eins davon ist Breeze. Das Startup entwickelt winzige, KI-basierte Luftqualitätssensoren, die alle wichtigen Schadstoffe messen. Wir haben also einen Sensor, der läuft über Internet und sendet uns Daten und wir sehen direkt, wie die Luft aussieht in einem Ort. Wenn wir ein Haus bauen, dann sollten wir uns auch darum kümmern, was wir atmen. Denn wir atmen 17.000 Mal am Tag, deswegen ist es sehr wichtig für uns. Nicht nur Startups profitieren von dem neuen Hallenkonzept. Nova 3 bietet allen Beteiligten neue Ideen, kreative Gedanken und wegweisende Lösungen. Es wird immer mehr ineinander verschmelzen, es wird immer mehr an Lösungen aus dem Startup-Bereich kommen in die etablierte Industrie. Wir sagen ja in der Wissenschaft schon seit langer Zeit, dass die großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, die machen nicht an den Grenzen einzelner Branchen oder einzelner Organisationstypen oder einzelner Disziplinen halt. Insofern müssen auch unsere Lösungen all diese Silos überwinden. Und das habe ich hier gesehen und gespürt. Das ist total spannend und das ist etwas, worauf ich mich auch im nächsten Jahr schon freue in der Nova 3.